Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Christmas. So, erstmal die Maus aus dem Bild. So, wir sind das letzte Mal in Tick City angekommen. Ich muss einmal gerade meinen Stuhl richtig richten. So, wir sind in der letzten Folge endlich in Tick City angekommen. Haben auch schon ein bisschen was geschafft. Wir haben letzte Runde im letzten Part gegen den Rumhacker selbst gespielt. Ja, das war eine sehr witzige Sache. Und ja, jetzt als allererstes werde ich erst einmal die Kimono Girls besiegen. Ich glaube, die waren hier, naja. Die Kimono Girls, denn anhand denen entscheidet sich, ob wir die Surfer VM bekommen. Und die werden wir nämlich gleich noch brauchen, beziehungsweise öfter brauchen. Spätestens in Wie ist die Stadt nochmal? Oliviana City oder irgendwie sowas, ne? Na, schauen wir mal. So, erstmal wird Flamara in den Kampf geschickt. Alles klar, das bin ja mal gespannt. Quick Attack mit den restlichen Attacken wird das, glaube ich, nichts. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und oh, es hätte einfacher gehen können. Aber gut, Flamara hat sich den schmerzhaften Weg ausgesucht. Selber schuld. Und Igelava erreicht Level 29. Sehr gut. Wir steuern hier krass auf die 9 und, auf die 30 zu. So, und die nächste. Nebenbei kann ich mal ein bisschen erzählen. Gewinnspiel, letztes Mal. Was wollte ich erzählen? Genau, zuallererst wollte ich euch einmal ganz fett loben. Ihr seid wirklich unfassbar faire Verlierer, in Anführungszeichen. Eigentlich hat ja echt niemand verloren. Es waren ja wirklich unfassbar viele tolle Kommentare dabei. Wie gesagt, ich hätte euch wirklich gerne allen irgendwie was geschickt, wenn es mir möglich gewesen wäre. Allerdings, und das muss ich auch ganz ehrlich nochmal dazu sagen, es gab natürlich dann auf der anderen Seite auch einige Leute, die sich dann natürlich da ein bisschen enttäuscht gezeigt haben. Klar, ich meine, wenn man dann, ne, wenn man sich da Mühe gibt, irgendwie einen Kommentar zu schreiben, sich irgendwas auszudenken, so, dann darf man natürlich auch ein bisschen traurig sein. Gerade bei so einem geilen Gewinn, ja, das muss ich einfach, ja, das muss ich ja mal dazu sagen. Einer hatte, glaube ich, aber sogar geschrieben irgendwie, ja, das habe ich mir extra so mega viel Mühe gegeben und so einen mega langen Kommentar geschrieben. So, es tut mir dann natürlich auch voll leid, so, wenn sich da jemand halt da echt wirklich voll viel Mühe gegeben hat und dann jemand gewinnt, dessen Kommentar nicht so lang gewesen ist. Aber es sei nochmal dazu gesagt, es liegt natürlich auch nicht immer an der Länge, ne? Es ist wie im echten Leben, es kommt nicht immer auf die Länge an. Naja, sondern eben dann auch inhaltlich. Ich hoffe, ihr könnt es dennoch einigermaßen verschmerzen und nehmt es mir nicht allzu übel. Es kann, wie gesagt, nur einer gewinnen. Und ja, so laufen Gewinnspiele halt leider nun mal ab. Ich habe mich schwer genug damit getan, ja. mich wirklich für einen zu entscheiden. Und aber wie gesagt, ihr habt ja auch alle noch die Möglichkeit, das tolle Pokémonopoly zu gewinnen. Ja, hier den Buchstaben, die Buchstaben ergeben dann das Codewort oder den Codesatz. Wozu ich auch noch was sagen muss, und zwar, da jetzt die Folgen ja immer ein bisschen länger werden, werde ich die Buchstaben auch ein bisschen offensichtlicher verstecken, in Anführungszeichen, ne? Beziehungsweise auch ab jetzt mal ein bisschen länger einblenden und so. Ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, wenn die Parts dann halt echt so irgendwie so eine halbe Stunde gehen oder irgendwie sowas und man den Buchstaben dann nicht gefunden hat, dass man dann, wenn er dann ja nur wirklich überall sein kann. Also ich glaube, bei Part 2 oder 3 war der Buchstabe schon echt sehr gemein versteckt. Ja, das war der zweite Part. Da habe ich dann ja sogar in den Da habe ich dann ja in den Kommentaren dann ja nochmal einen kleinen Tipp geschrieben, wo sich der Buchstabe verstecken könnte. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das eventuell jetzt immer mache, dass ich dann immer so ein bisschen so für die Leute, die halt hauptsächlich die Buchstaben hunten, dann ab irgendwann halt dann irgendwie so einen Kommentar dann oben anpinne und sage, jo, hier, da und da könnte sich der Buchstabe verstecken oder in der und der Minute.
Wobei ich euch ja auch nicht zu einfach machen will, ne? Es ist auf jeden Fall kein Satz, den man sich jetzt im Voraus schon irgendwie denken könnte. Das wurde ja auch schon gemutmaßt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas ist, so wie ich mag Gengar oder keine Ahnung. Davon habe ich ja extra abgesehen, dass so einfach wollte ich es euch dann ja auch nicht machen. Aber, naja, es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, schreibt mir mal in die Kommentare, ob wer von euch jetzt schon alle Buchstaben bisher gefunden hat und wer noch nicht. Ich glaube, das wäre relativ wichtig, einfach mal zu wissen. Und sonst, sonst denke ich mir nochmal was aus, dass ich dann halt irgendwie so kurz vor Ende oder sowas dann halt nochmal irgendwie unter alle Videos dann halt irgendwie einen Kommentar schreibe und ihr euch dann in den Parts, die euch dann fehlen, dann auch nochmal nachschauen könnt. Ich will es dann ja auch nicht unmöglich machen, ja. Und da die... Oh, unsere Mutter ruft an. Ah gut, die wird jetzt wahrscheinlich wieder nur ihren Item gekauft haben. Ja. Ja, dass er dann natürlich jetzt nicht stundenlang... So, von wem kriegen wir denn jetzt Surfer? Lass mal gerade gucken. Das ist kein Surfer. Aber auch nett. Nehme ich alles. Jetzt... Warte mal. Kriegen wir das von... Nee, das war doch von dem, oder nicht? Ich muss ja mal gerade überlegen. Oder war das von ihr hier? And they have a... Anything is... Hä? Wie? Oh, jetzt sag bitte nicht, der hat das irgendwie geändert. Okay. Also eigentlich... In der Originalversion bekäme man bei den Kimono Girls jetzt Surfer. Warte mal, hier war glaube ich ein Item versteckt irgendwo, oder? Kann das sein? Kann das? Ist das der Möglichkeit entsprechend? Nee. Okay. Ja, jetzt ist das natürlich ein bisschen doof. Na gut, okay, dann schaue ich einfach erstmal hier rein. Hier hatten wir das letzte Mal ja den Kampf gegen den Hacker, ja. Stürzen wir uns jetzt hier mal runter? Nee, wir gehen einfach erstmal hier runter. Okay, hier ist nicht allzu viel. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich habe aber irgendwie jetzt gerade das Gefühl... Ja, vielleicht... Eventuell bekommen wir es ja sogar hier drin. Ja, schön. Also hier scheint es ja ordentlich warm zu sein, wenn sich hier sogar solche Eisbrocken befinden. In diesem Haus. Ich bin jetzt gerade irgendwie etwas verwirrt, entschuldigt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr jetzt schon alle Buchstaben... Er heißt wirklich Dick. Und hat auch noch so einen Eierwärmer. Es ist der Wahnsinn. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon alle Buchstaben habt. Ich habe gerade immer noch irgendwas anderes erzählt. Glaube ich. Oder war das... Wollte ich noch irgendwas anderes erzählen? Ich bin... Das hat mich jetzt gerade so aus der Bahn geworfen, dass wir da jetzt nicht Surfer bekommen haben. Na gut. Aber da wären wir auch wieder bei dem Thema, ja? Man kann sich in diesen Hacks wirklich auf nichts verlassen. Es ist so schlimm. Naja, gut. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall erstmal... Vielleicht ist das ja auch Surfer. Das ist auf jeden Fall erstmal ein wildes Pokémon. Und zwar ein Ratfatz. Wer hätte es gedacht? Großartig. So, Iglava. Level 30 übrigens gerade. Habe ich gerade irgendwie... Weiß gar nicht, ob ich das gerade kommentiert habe. So, X-Speed, nein, hä? Komisch. Naja, okay, wir machen jetzt einfach erstmal dann jetzt hier weitersehen, jetzt mal gerade von Surfer. Oh, hallo. Haha, du hast mich gefunden. Oh, mein Vater sucht nach mir. Okay, lass uns zurückgehen. Oh, okay, wir haben eine verschwundene Tochter wieder gefunden. Das ist ja gut. Die jetzt anscheinend hier irgendwie nicht aufzufinden ist. Vielen Dank, dass du meine Tochter gefunden hast. Ah, da ist er ja. Ah, du kleine Schlitzohr, Alter. Das ist so schlimm. Ich hasse es, wirklich. So, okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Surfer. Ich glaube, Surfer, dafür brauchen wir jetzt erstmal den nächsten Orden hier. In Teak City haben wir ja, glaube ich, die Geist-Arena. Mit diesen elenden Feldern da, wo man irgendwie
zurückteleportiert wird, wenn man da auf den falschen Platz trifft. Boah, das erinnert mich gerade an Twitch Plays Pokémon. Ich habe mir das wirklich mal irgendwie stundenlang angesehen, wie die da versucht haben, irgendwie durch diese Arena zu kommen. Das war ein einziges Chaos. Geist, was ist denn da gut gegen? Auf jeden Fall, normal ist auf jeden Fall schon mal immun dagegen, das weiß ich. Unlicht ist auf jeden Fall, aber haben wir ein Unlicht? Wir haben keine Unlichtattacke. Das ist ein bisschen doof. Was ist denn noch gut gegen Geist? Ach, unser Smetbo regelt das schon irgendwie. Na gut, okay, aber sollen wir uns jetzt mit Smetbo wirklich schon in die Arena wagen? Ich schaue jetzt einfach mal, wie das Ganze, wie hier die Trainer schon so aussehen, so levelmäßig, dann lässt sich das jetzt hier eventuell mal so ein bisschen einschätzen. Aber mit Schlafpuder spätestens sollte sich... Oh, natürlich hat er 439 Pokémon. Ey, ich hasse es. Nebulak sieht übrigens in der zweiten Gen unfassbar dämlich aus, finde ich. Unfassbar. Oh, Psycho ist sogar sehr effektiv. Ich dachte, das wäre nur andersrum. Aber scheinbar ist Psycho gegen Geist auch. Aber Geist gegen Psycho ist auch sehr effektiv. Oder nicht? Nein, ich war. Oder? Doch, klar. Das könnt ihr mir doch jetzt nicht hier verzählen. Dass das hier nicht. Dass Psycho gegen. Ja, dass Geist nicht auch gegen Psycho sehr, sehr effektiv ist. Ich meine doch schon. Oh, ich und diese ganzen Typenwechselgeschichten, ne? Ich bin durch. Pokémon Sonne habe ich mich langsam so ein bisschen eingefunden in diese ganze Materie. Aber ja, manchmal hapert es dann doch noch so ein bisschen. Und das, obwohl ich doch eigentlich so ein Geist-Fanatiker bin. Wieso bin ich eigentlich so schlecht? Die einzigen Probleme, die ich halt auf jeden Fall kenne, sind Unlicht- und Normaltypen. Und davon gibt es in Pokémon Sonne halt auf jeden Fall. Es gibt viel zu viele Normaltypen mit Unlichtattacken. Das hasse ich wirklich. Als Geisttrainer bist du da voll aufgeschmissen mit. Das zackt so derbe. Sobald es heißt, der Gegner setzt Knirscher ein oder irgendeine Scheiße. Unfassbar kacke. Aber gut, okay, das scheint hier auf jeden Fall schon mal relativ gut zu laufen. Level 16 sind die Trainer jetzt hier so ungefähr, dann wird sich das wahrscheinlich so auf Level 20 beim Arena-Leiter bewegen. Damit könnte ich leben. Vielleicht ein bisschen höher, weil Bianca ja schon auf Level 20 war. Ja, guck mal, wenn wir die jetzt eh alle one-hitten, so, dann muss ich jetzt hier gar nicht Schlafpuder einsetzen. Never change the running system, ja, aber... Wir haben es eilig, ja, wir haben es eilig. Und der erste Weiße wurde besiegt. Es ist ein Traum. So, bestimmt... Erstmal hier gegen. Auf jeden Fall führen die Wege immer irgendwie so lang, dass man gegen diese Leute hier kämpfen muss. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ein Exorzist. Ein Alpollo. Alpollo sieht hingegen sehr geil aus. Und ist auch schon Level 20. Das ist natürlich wieder ein bisschen bedrohlicher. Aber nichts geht über Gengar, ohne Scheiß. Der Sprite aus der zweiten Gen von Gengar ist unnormal geil. Ohne Scheiß. Und natürlich setze ich nochmal Schlafpuder ein. Warum auch immer. Ich bin so ein Depp. So. Konfusion. Wenn er den jetzt One-Hit kriegt, dann bin ich stolz auf Smetbo. Na, nicht ganz, aber fast. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ist Tackle? Nee, warte mal. Na, das fange ich jetzt gar nicht erst an. Nee, Tackle hat, glaube ich, gar keine Wirkung auf den. Das geht da, glaube ich, durch. Das fangen wir gar nicht erst an. Jawohl! Und noch ein Alpollo. Ich hoffe, wir müssen gleich gegen Gengar kämpfen, ohne Scheiß. Dass wir ihn gleich einfach sehen. Ich will ihn einfach sehen. Konfusion in dein Gesicht. Natürlich wacht er jetzt auf. Du Spasti, Alter. Du bist richtig dumm, bist du. Der
Fluch hat ihm einfach überhaupt nichts gebracht. Du bist so dämlich. Herrlich. Und natürlich. So und nicht anders muss es sein. So, dann müssen wir jetzt hier lang. Ah, die Musik ist so geil. Ich würde echt gerne mal wissen, wie oft ich in diesem Let's Play sage, die Musik ist so geil. Das muss so unnormal oft sein. Ohne Witz, ohne Witz. Und der nächste Weise, der hat jetzt bestimmt, ich sag 23. Ja, 22, okay, das ist, ich lag nah dran. Aber gegen meinen Smetbo, gegen meinen Tactical Smetbo hast du keine Chance, mein Freund. Aber ich glaube, Smetbo behalte ich. Smetbo ist gar nicht mal so scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, Smetbo war eigentlich immer so ein Viech, wo ich gesagt habe, so, ist schon ein ganz cooles Pokémon, aber ist halt im Allgemeinen nicht so stark. Aber es ist halt schön taktisch. Es hat bisher schon, ich habe schon so gewisse Muttergefühle Smetbo gegenüber. Ich glaube, den könnte ich jetzt nicht so ohne weiteres einfach wegschicken. Es sei denn, es ist halt wirklich irgendwas Krasses. In Hinsicht jetzt auf die Challenge einfach mal gesehen, die ich mir ja gestellt habe. So, jetzt ist die Frage, nach oben oder nach unten? Und natürlich wäre es, nach unten hätte ich. War jetzt nach oben oder nach rechts? Ja, sehr gut. Aber ich glaube, hier hat er zum Glück nichts geändert. Der gute Matteo, der diese ROM hier erstellt hat. Der ROM-Hacker. Ja, Level 18, das ist doch easy going, Alter. Komm, one hit. Jawohl, und sogar noch ein Critical Hit hinterher. Ja, so muss das doch aussehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Pokémon Sonne ist mir das noch nie so unnormal aufgefallen mit den Volltreffern und sowas. Und auch überhaupt so diese ganzen Bindungsgeschichten, die man dann halt immer so hat. So, dass die Attacke halt einfach easy wegsteckt. Mean Look. Oh, du hättest jetzt echt was Besseres einsetzen können als das. Das war jetzt leider dein Ende. Tut mir leid, Alpollo, dir weh tun zu müssen, aber das war auch nicht ganz so schlau. Level 28 mit Smetbo. Großartig. Oh, und es versucht, Windstoß zu erlernen. Windstoß. Ja, sehr gut. Ja, da machen wir doch auf jeden Fall Platz für. Und zwar, ich schwanke gerade zwischen Giftpuder und Tackle. Wobei Giftpuder ist mir, glaube ich, nochmal mehr von Nutzen. Tackle wäre, ja komm, wir machen mal Tackle weg. Dann haben wir jetzt nämlich die Normalattacken hier so ein bisschen weg. Mal so eine kleine Flugattacke hinzu. So, Nebulak Level 20, da gehen wir doch lieber erstmal auf Nummer sicher. Und One Hit! Oh, du bist ja Mensch, Smetbo. Jetzt drehst du aber richtig am Zeiger hier. Sehr schön. Guck mal, wir haben nicht eine KP abgezogen bekommen. Es ist doch ein Traum. Dann sollte doch der Arenaleiter für uns eigentlich auch kein Problem darstellen. Wenn wir so ein tapferes Smetbo dabei haben, dann sollten wir die doch eigentlich auch alle mit spätestens 2-3 Hitten kaputt kriegen. Los geht's! Auf zum nächsten Orden. The Morty! Setzt ein Nebulak Level 21 ein. Das sollte auf jeden Fall kein Problem darstellen. Mit Schlafpuder lässt sich das alles relativ easy going hier durchseppen. Konfusion! Und natürlich One-Hit, es ist großartig. Sehr schön. Und dann will ich jetzt aber mindestens einen Gengar gleich sehen. Ich glaube, der hat sogar eins. Schlaf, mein Leipolluchen, schlaf ruhig ein. La 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 la. La.
Beinahe. Und natürlich weiterhin am Pen. Es ist doch großartig. Konfusion noch einmal. Zack. Da ist es. Unser liebes Gengar. Wenn es sich jetzt noch bewegen würde, so wie in der Kristall-Edition, ne? Nein! Oh, leck mich am Arsch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wäre jetzt eigentlich mein Wille gewesen. Aber natürlich können wir es jetzt auch nicht austauschen. Okay, das ist clever gelöst. Clever gelöst, mein Lieber. Und natürlich Traumfresser gleich hinterher. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Ach, Scheißdreck. Und wir träumen noch nicht mal was, weil Gengar uns die Träume hier wegfrisst. Smetball durch. Ich hätte gerade eben echt unbedingt noch irgendwie was besorgen müssen. Habe ich nicht noch irgendwas? Irgendwie. Hunk of Red Jump Sell by Very High. Achso, okay, das können wir gleich verkaufen. Das ist schon mal gut. Nee, okay. Hier keine Medizin mehr dabei. Das ist schlecht. Das ist jetzt gerade richtig schlecht. Bitte wach auf. Nein, okay, das war's. Schade. Aber großartige Dienste geleistet, mein Lieber. Evoli kann leider nur Normalattacken, ne? Die werden. Kann ich mir vielleicht mal erstmal die Stats ansehen? Mein Lieber? Okay, aber vielleicht haben. Na, warte mal, was hat denn der gerade eben? Nee, Hypnose und Traumfresser sind beides Psychoattacken. Das heißt, der macht uns damit eh kaputt. Egal, ich versuche einfach. Oh, sehr gut. Versuche ihn einfach erstmal sowieso ein bisschen aus der Fassung zu bringen mit Sandwirbel. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Sehr gut. Und nochmal hinterher. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob Tackle gegen den was bringt, aber ich meine echt nicht. Nee, komm, wir machen noch einmal Sandwirbel. Das ja, sehr gut. Mach einfach irgendeine Scheiße, die gerade überhaupt nichts bringt. Ich spam den jetzt einfach gerade erstmal zu. Ja. Sehr schön. Und nochmal. So, jetzt wird er eigentlich kaum noch etwas machen können. Können wir probieren, Mathe. Ich bin mir... Ja, das bringt nichts, okay. Okay, Horrorblick ist jetzt natürlich sau ärgerlich. Ja, okay, das ist jetzt natürlich wirklich scheiße. Aber okay, der ist auf jeden Fall schon mal sehr geschwächt in seiner Genauigkeit. Können wir nicht doch auswechseln? Na. Gut, okay, dann wird er uns jetzt eh gleich fertig machen mit Traumfresser. Ja. Wenn das nicht sogar One-Hit wird. Naja, fast. Aber es schläft auch weiterhin. Nee, okay, da müssen wir Evoli opfern. Aber wir haben mit Evoli auf jeden Fall schon mal ordentlich was erreicht. Das ist schon mal ganz gut. Oh, sehr gut. Sowas zum Beispiel. Aber es schläft weiter. Es schläft wirklich einfach weiter und gibt einfach kein Damn darauf, dass ich es jetzt einfach mal brauchen könnte. Ich hätte mich echt gegen Schlaf ein bisschen wappnen müssen. Da hätte ich eigentlich dran denken müssen. Wahrscheinlich kann ich es jetzt immer noch nicht. Nee. Nee, okay, dann müssen wir jetzt durch. Oh mein Gott, das wird jetzt dauern. Das ist jetzt natürlich der Nachteil daran, dass. Ja, okay. Aber wenigstens können wir jetzt Igelava einsetzen. Ich hoffe, mit Igelava haben wir jetzt gleich ein bisschen mehr Glück. Vielleicht kriegen wir das sogar gewone-hitted und Gengar verkackt nochmal. Flameball. Sehr gut. 30 gegen 25 könnte funktionieren, wird es aber überhaupt gar nicht. Ach du Scheiße, okay, das wird jetzt richtig. Bin ich froh, dass ich den jetzt gerade erstmal mit Sandwölbe zugetaggt habe. Aber ich. Ah, hättest du nicht. Oh mein Gott, ja! Und jetzt bitte verkack's nicht. Ja! Sehr gut. So, das nächste dürfte jetzt irgendwie nur noch Nebula oder Alpollo sein. Wenn er jetzt noch einen Gänger hat, ohne Scheiß, ich weine mich in den Schlaf. Nee, es ist ein Apollo. Sehr schön. So, wer, der kommt mir jetzt aber auch nochmal mit Hypnose oder sowas. Ja, okay, Level 23 könnten wir zumindest sehr viel Schaden jetzt erstmal anrichten.
Ja, das ist, ja, okay. Das war jetzt Eigendummheit. Das werde ich sowieso nicht nötig haben, das jetzt hier auszuwechseln, weil das ist jetzt wirklich, das war jetzt wirklich einfach nur noch dumm. Und uns gehört der nächste Orden. Sehr schön, sehr gut. Ach, sehr schön. Ich bin erleichtert, ohne Scheiß, ich bin gerade echt erleichtert. Eagle Lover is trying to learn. Flammenrad, ja, das bringen wir dem aber sowas von bei. Und zwar für... Kitzerschneider kann man den eh nicht verlernen lassen, das ist ein bisschen schade eigentlich. Aber, nee, Glut. Ich steuere nämlich hier stramm auf Tornupto zu. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass der Ruckzuck-Keep kann. Der Dingens, der One-Hit ist auf jeden Fall immer sehr, sehr praktisch. Jawohl, Alter. Läuft doch schon mal. Ach, herrlich. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch Surfer. Das heißt für uns, wir brauchen auf jeden Fall auch ein Wasser-Pokémon. Aber erstmal brauchen wir ein Poké-Center. Das geht jetzt, glaube ich, erstmal vor. Ich bin am Überlegen, ich würde mir ja irgendwie ein Quappo oder sowas wünschen später. Weil das halt echt ein saugeiles Wasser-Pokémon ist. Ich muss mal gucken, ob es hier sowas, ob es hier ein Quapso oder sowas gibt. Aber ich glaube spätestens in Oliviana City, in Oli City. Ich nenne es einfach nur noch Oli City, weil ich mir nicht sicher bin, wie es genau heißt. Sollte das Ganze dann kein Problem mehr sein. So, wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Nach links oder nach rechts? Nee, pass auf, warte mal, lass mal. Nee, warte mal, warte, wir haben doch ein Wasser-Pokémon. Wir haben doch ein Wasser-Pokémon und Surfer ist doch eine wunderbare Attacke. Hallo. Ein Schwein. Das kann's nicht sein. Wieso kann Kabuto kein Surfer? Ohne Scheiß, es ist ein winzig kleines Pokémon, aber es ist doch scheißegal. Es hat doch Typ Wasser. Zwar nur sekundär, weswegen ich das auch... unfassbar schwachsinnig finde, irgendwie zu sagen, du bekommst mega seltenes Wasser-Pokémon und dann ist es ein Gesteins-Wasser-Pokémon, ja. Aber okay. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Oliviana City. Da können wir uns dann gleich auch mal um den Dingens kümmern, um diesen Leuchtturm. Da müssen wir dann irgendwie, glaube ich, so eine Medizin oder sowas finden. Da muss ich gleich... Nee, warte mal, hier... Lass uns hier erstmal hoch. Hier war doch dieses Miltank, dieses Traurige. Oder? Ist das hier noch? Ist das noch traurig? Oder war das nur im Sommer traurig? Our milk even goes to Kanto, so if you owe me, we're in trouble. Okay, also dem Miltank scheint es wieder gut zu gehen. Ah, nee. Most everyone wants a drink. It will give me lots of milk. Ah, okay, da müssen wir dann Beeren sammeln und sowas, ne? Haben wir Beeren? Wir haben nur diese eine, diese Mystery-Beere. Was macht die nochmal? Ich glaube, die... Mystery-Beere, Self-Restore for... Oh, nee, das geben wir erstmal. Igelava. Ich glaube, der kann das ganz gut brauchen. Zum Selbstheilen von... KP. Von keinem Plan. So, ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf Trainerkämpfe, deswegen weiche ich den gerade so ein bisschen aus. Nein, wir gehen jetzt erstmal in die nächste Stadt. So, wieso mache ich das? Das ist irgendwie für mich schon so Standard. Wenn ich erstmal in der nächsten Stadt bin, muss ich erstmal ins Poké-Center. So. Auf zum Leuchtturm. So, der Leuchtturm. Hier haben wir auch erstmal eine Menge Trainer, gegen die wir kämpfen müssen. Was ich jetzt gerade erst einmal bedenke. Nee, das ist... Obwohl... gerade überlegt, ob wir erstmal irgendwie noch ein paar Trinken und sowas besorgen. Aber das kann, glaube ich, warten. Wir sind eigentlich levelmäßig schon
recht weit. Das sollte nicht unbedingt das Problem darstellen, auch wenn die eine Menge Wassertrainer sind. Das ist natürlich doof für Igelava. Ah, okay, wir haben aber eh erstmal Smetbo vorne. Dann ist das nicht so das Problem. Ja, wir müssen gleich sowieso, also wir brauchen sowieso einen Wassertypen jetzt gleich erstmal, weil wir in die nächste Stadt müssen, um diese Medizin abzuholen. Pass auf, wieso machen wir das denn eigentlich nicht zuerst? Okay, wir besiegen jetzt erstmal dieses Noctu hier. Das ist natürlich jetzt, ja, das bringt dir jetzt bestimmt richtig viel, wenn du mich identifizierst. Ich finde so Gesichter und sowas, finde ich im Allgemeinen irgendwie mega, mega dumm, diese Attacken. Also ja, okay, was heißt dumm? Eigentlich sind sie überhaupt nicht dumm, wenn man jetzt gegen Geisttypen und sowas kämpft, weil dann kann man die halt hitten. Aber wie oft kommt das schon mal vor? Ich meine, da, okay, das hat jetzt weniger abgezogen, als ich bedacht habe. Okay, aber schläft ja sowieso. Ne, können wir mal. Wenn wir schon die neue Attacke haben, können wir die auch mal nutzen. Und die zieht eindeutig mehr ab als Konfusion. So, der Gentleman wurde besiegt. Sehr gut. Ne, das machen wir jetzt nämlich erst. Das machen wir jetzt nämlich zuerst. Wir schauen jetzt erstmal nach einem Wasser-Pokémon. Generell ist es ja vielleicht sogar erstmal egal. Wir brauchen ja nur irgendwas, was Surfer kann. Dafür besorgen wir uns jetzt erstmal ein paar Bälle. Und zwar Great Balls. Wie viele? Boah. Machen wir mal so. Ja, guck mal. 9 Stück, dann haben wir beinahe genau 20.000. Ist von einer ungerade Zahl, aber who cares? Irgendwie passte das jetzt gerade. Kriegen wir hier nicht Stärke? Ja, ich glaube schon. Gut, dann hält man das jetzt nämlich auch schon mal. Okay, laber mich nicht weiter voll. Ey, das ärgert mich jetzt gerade so hart, dass wir Kabuto nicht für Surfer nehmen können. Geht das denn mit Kabutops? Jetzt haben wir natürlich irgendwie gar nichts von. Das bräuchte natürlich ein Wasser-Pokémon, aber wir haben. Ich habe auch keine Angel, ne? Oder? Habe ich eine Angel? Nee. Machen wir. Wo komme ich jetzt zum Wasser-Pokémon her? Die Steine. Da ist doch bestimmt irgendwo irgendwas drunter. Hier schon mal nicht. Auch kein Item. Schade. Das war nämlich davor mit Zertrümmerer so. Da waren auch dann auch immer irgendwelche Pokémon drunter. Wenn jetzt hier nichts drunter ist, ne? Dann weine ich. Oh, komm schon, das kann's doch jetzt echt nicht sein. Wir kriegen hier kein Wasser-Pokémon, das ist so nervig. Können wir hier, nee, das wird auch nicht springen. Obwohl, warte mal, ich will einmal gerade schauen, ob hier vielleicht was anderes ist als jetzt diese Fähre. Vielleicht gibt's da ja, wer weiß. Okay, das sieht doch irgendwie auf jeden Fall, das sieht auf jeden Fall anders aus. Das sieht irgendwie mehr so. War das nicht davor immer nur immer so eine Halle, so eine Eingangshalle? We don't want you to fall into the sea, and you are not allowed in. Okay, dürfen wir nicht rein, weil die nicht wollen, dass wir ins Wasser fallen. Dann fällt der Seebesuch für uns ins Wasser. Okay, nein. Ja, gut, das ist jetzt natürlich etwas ärgerlich, dann kann ich jetzt irgendwie nur darauf hoffen, dass wir jetzt vielleicht im hohen Gras oder sowas irgendwas finden, das Surfer kann. Das suckt gerade dermaßen Balls. Aber gut, vielleicht gehen wir auch gleich erstmal in die andere Stadt rüber.
Wir fangen uns jetzt einen Tauros, komm. Das machen wir jetzt einfach mal. Schlafe, mein Stierchen, schlaf ruhig ein. La 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 la, du siehst aus wie ein Schwein mit Hörnern. So, ich hoffe, dass ich den jetzt nicht one-hitte. Obwohl, der ist Level 15 erst, ne? Okay, das sollte jetzt nicht das Problem darstellen. Level 15 und schläft. Ja, dann könnte der Great Ball ja jetzt vielleicht sogar funktionieren. La 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 la. No, natürlich. Natürlich ist es jetzt auch aufgewacht. Ah, zum Glück zieht es nichts ab. Giftpuder. Pass auf. Oh, scheiße. Hornattacke. Eine der unnötigsten Attacken ever. Ich weiß nicht wieso. Ich finde Hornattacke richtig schlecht. So. Wird durch Gift verletzt. Sehr schön. Jetzt können wir es natürlich nicht nochmal zum Schlafen bringen. Und ich hoffe, dass es jetzt drinne bleibt. Es war ja gerade eben schon mal was drin, aber da war es auch am Pennen. Ich frage mich sowieso, wie ein schlafendes Pokémon aus einem Ball ausbrechen soll, wenn es überhaupt kein... Es ist deine Entscheidung. Du kannst jetzt entweder gleich an deinem Gift krepieren oder du bleibst jetzt verdammte Axt einfach in diesem Ball drinne. Ich pack's nicht. Ohne Scheiß, ich pack es nicht. Es ist ein Superball. Das ist ein Pokémon auf Level 15. Vergiftet. Fast tot. Und es bleibt nicht in diesem Ball. Es ist zum... Wenn, jetzt ist es besiegt. Genau wie... Nee, Smetpo nicht. Bitte, Tauros, sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Sei bitte nicht dumm. Ja. Okay. Nein, wir geben ihm keinen Nicknamen. So, jetzt wird sowieso gleich besiegt, aber es ist egal. Es war immerhin dumm genug, nicht in den Ball zu bleiben. Es hätte einfach nur seelenruhig schlafen können und in diesem Ball drin bleiben können. Okay, aber wenn es jetzt kein Surfer kann, dann weine ich. Es ist doch sonst immer dieser Running Gag. Natürlich. Okay, sehr gut. Lass mal weg. Tail Whip, komm. Ich habe für diese ganzen Status-Wert-Attacken im Allgemeinen immer relativ wenig übrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer das Evoli gerade eben. Also so Sandsturm ist schon relativ krass. Das muss man sagen. Also das hat mir zum Beispiel jetzt gerade eben relativ auch den Arsch gerettet. Das muss man halt auch nochmal dazu betonen. So, und wir nähern uns bald dem vollen Team. Es wird langsam eng. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste demnächst für ein Pokémon, das halt weichen müsste, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir irgendwie Kabuto oder Evoli... Ja, obwohl, nee, ja, ich glaube, Tauros werde ich auch nicht lange brauchen. Ach, naja. Jetzt benutzen wir es erstmal für unseren Zweck. La 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 la
Ja, mach ruhig ein bisschen weiter Säure, es ist mir egal. Es sei denn, es ist vergiftet. Na, natürlich nicht. Sehr gut. Jawohl! Bald noch Level 30 schon. So, dann jetzt, auch wenn es sich dumm anhört, aber ich möchte unbedingt Tornupto endlich heranzüchten. Ah, wir sind schon da. Hey, wie sieht das denn hier aus? Sind wir in der richtigen Stadt? Naja, Bootshaus. Da muss ich jetzt mal rein. Oh. Was ist das hier? Ist das hier Wasser? Der Leuchtturm leuchtet nicht. Ohne Licht bleiben wir hier im Hafen stecken. Okay, ja gut, klar. Das ist natürlich logisch, aber... Oh, ich war ja so in der Kristall, als hier Suicune auf einmal stand. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ne, ich bin so... Was ist das denn für ein Pokémon? Oh mein Gott, es steht da einfach rum und es haut auf einmal ab. Ich will es aber fangen. Ja, so war das. So, erstmal natürlich standardsgemäß ins Pokécenter. Ich weiß gar nicht, ob es nötig wäre. Aber das gehört dazu... Sehr schön. Alles klar, Leute. Wir haben schon mal ein bisschen was geschafft, ja? Wir sind schon zwei Städte weiter wieder gekommen. Das ist ganz gut. Im nächsten Part kümmern wir uns dann darum, dass wir die Medizin kriegen und wir dann auch den nächsten Orden kriegen. Und dann, ja, geht's immer weiter. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.